und wir unterhalten uns, ja, ganz normal, und da ist die und der Kameramann, der Aufnahmeleiter, gibt uns hier Zeichen, dass wir schon live sind. Herzlich willkommen zurück hier auf dem Livestream von Wir im Landkreis auf der Baumesse in Kaiserslautern. Das habe ich schon zu oft gesagt. Ihr wisst ja eh, wo wir sind, wenn wir hier unser Setup hier sehen. Aber wir haben einen neuen Gast, neuen Gesprächsgast. Ich freue mich außerordentlich, dass er jetzt am dritten Tag die Zeit gefunden hat, hierher zu kommen. Bei ihm auf dem Stand ist auch viel los. Das ist Alexander Kraus von der Firma Heinz Port GmbH hier aus Kaiserslautern. Schön, dass Sie da sind und dass wir Sie ein bisschen losschweißen konnten, ja, da vorne. Ist gut. Kein Problem, kein Problem. Ich stehe mal so ein bisschen rum. Das Mikrofon ist ganz gut, also wir können ganz normal miteinander sprechen. Heinz Port GmbH ist bekannt im einen Segment als Fuhrpark, in dem anderen Segment als Sicherheitspartner. Genau. Sicherheitspartner. Wir könnten wahrscheinlich 2-3 Stunden hier sitzen und erzählen. Ja, ja. Aber wir wollen uns heute auf eine Sache konzentrieren. Sie können es aussuchen, aber ich denke, wenn ich mir so das Surrounding mit der Baumesse angucke, dann wollen wir lieber über die Sicherheitstechnik unterhalten. Genau, genau. Okay. Weißt du, Sicherheitstechnik, Alarmanlagen, Videotechnik, das sind so eigentlich die Themen, die ja, den Besucher der Baumesse hier interessieren. Da braucht man mehr. Sehr oft sieht man, naja, dass die Leute halt drauf gucken und sehen halt Technik für Fuhrparken, dann gehen die vorbei, da muss man die anhalten und dann mal einfach ins Gespräch reinkommen. Ne? Meistens ist so die Aussage, bei uns gibt es nichts zu holen, aber es sind auch wirklich tolle Gespräche dabei für Leute, die sich einfach für die Zukunft eine Alarmanlage wünschen oder sogar die Leute, wo leider Gottes was passiert ist. Die dann wie ist halt es eigentlich bei Ihnen, kommen die Leute zu Ihnen, wenn schon was passiert ist? Sowohl als auch. Die schönen Gespräche, also gut, das sind alle Gespräche toll, aber die schönen Gespräche sind natürlich die, wenn sich Leute für die Zukunft was anschaffen, dass sie einfach sicher sind. Natürlich gibt es auch die Gespräche, wo was passiert ist, und ja, es ist leider Gottes so. Ne? Das waren vorher die, wo gesagt haben, es passiert nichts, und dann ist doch was passiert und jetzt fühlen sie sich unsicher. Das fängt an, also man kann am Telefon fast nicht sagen, was sowas kostet. Man muss immer zum Objekt hin, man muss sich das angucken, man muss gucken, wie viele Fenster, wie viele Türen, wie viele Bereiche. Kann man Kabel legen? Ist es eine Funklösung oder ist es beides? Also wir können da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wir sind VDS zertifiziert, das heißt, wir stehen bei der Kripo auf der Empfehlungsliste, weil wir Anlagen verbauen können nach einem gewissen VDS-Standard. Das heißt, wir dürfen zum Beispiel Juweliere, Teppichhändler, natürlich auch den Privatbereich, aber VDS ist im Privatbereich ganz wenig. Wenn Sie jetzt einen Rembrandt an der Wand hängen haben, okay, ja, dann okay. Ist das interessant. Aber ansonsten, ja, es ist auch dieser Standard, diese VDS-Anlagen, wenn sowas verbaut ist, dann ist es was Ordentliches. Reden wir mal über so Privathäuser und Privatwohnungen. Wir hatten ja gestern, Sie hatten das im Vorgespräch ja schon angedeutet, der Polizeihauptkommissar Alexander Emser war da und hat ja so ein bisschen erzählt davon, dass die Einbruchszahlen in der Region zurückgegangen sind. Da hatten wir auch, gibt ja Vermutungen darüber, wie die Gründe dann dafür sind. Ja. Nehmen wir mal den Grund dafür, dass die Alarmsicherung oder Einbruchssicherung besser geworden sind, sodass sie mehr abschrecken. Ja, ich denke, Corona spielt eine große Rolle. 2021, viele Leute, die zu Hause waren, wo das Haus dann bewohnt ist, da ist es nicht mehr alleine. Das schreckt ab. Ja, jetzt kommt halt wieder die Urlaubszeit, dann später die dunkle Jahreszeit, da fängt das eigentlich an, aber man kann jetzt nicht sagen, es wird jetzt nur im September eingebrochen. Ja, wie gehen Sie vor? Was ist so das Spezielle an Ihrem System? Also es geht so, dass wir wirklich immer ins Objekt gehen, einfach mal vielleicht so 20 Minuten, 30 Minuten, einfach mal erzählen, wie sowas funktioniert. Alarmanlage, was kann ich machen? Und dann gehen wir reihum durchs ganze Haus durch. Der Kunde kriegt ein unverbindliches Angebot, wo dann wirklich draufsteht, Haustür und die ganzen Räume durch bis eben ans Ende vom Angebot. Und dann, dass er einfach sieht, was wir vorhaben. Wir haben Leute, die wollen teilweise im dritten Stock noch Dachflächenfenster abgesichert. Kann man machen, braucht man nicht. Also eigentlich Parterre, wo ich leicht reinkomme, wo ich leichtes Spiel habe, wo ich Fenster aufheben kann. Die Türen, die vielleicht versteckt sind. Man sieht, in älteren Häusern gibt es Kellerzugänge, die über Treppen
nach unten gehen, ins Untergeschoss. Ja, es stört heute niemanden mehr, wenn hier mit der Flex gearbeitet wird. Und dass man eben diese ganzen Türen und Fenster absichert mit Kontakten. Und wenn dann ein Kontakt geöffnet wird, dann geht die Alarmanlage los. Das kann man weiterschalten auf Privathandys, auf Wachdienste und so weiter. Also gibt da sehr, sehr viel. Es gibt Wassermelder, Kohlenmonoxidmelder, Gasmelder, Rauchmelder, sehr großes Thema, ne? Dass eben nicht erst die Hütte abgebrannt ist, bevor es bemerkt wird. Ja, wir lachen drüber, aber... So ein Ding ist konzipiert, im Prinzip für Leben zu retten, aber natürlich eben auch, wenn die Alarmanlage meldet, Achtung, Rauchentwicklung oder Rauchalarm, kann ich die Feuerwehr rufen und dann kann ich Schlimmes verhindern. Heute ist der dritte Tag hier auf der Messe. Wie ist der Zulauf bei Ihnen am Stand? Es ist so, also ich sag mal, wenn ich es vergleiche mit der Baumesse aus dem April, es ist nicht so viel wie April, das Wetter spielt eine Rolle, Corona, man dachte, naja, die Leute gehen raus, sie wollen was erleben, aber es ist weniger. Aber es war das ein oder andere Gespräch dabei, wo man denken kann, ja, da könnte was kommen. Meistens ist es so, wenn man dann mal irgendwann vor Ort ist, ich war vor 2 Jahren bei Ihnen auf der Baumesse. Ja, und dann jetzt ist neu gebaut das Haus und jetzt bauen wir eine Alarmanlage. Gerade beim Neubau ist es schön, wenn die Leute quasi beim ersten Spatenstich, dass man einfach planen kann, der Elektriker, der seine Leitung legt, der Fensterbauer, der die Kontakte reinsetzt, nicht erst am Ende. Am Anfang hat man die Zeit. Was sind so die häufigsten Fragen, mit denen Sie konfrontiert sind? Was kostet sowas? Das ist die erste Frage. Ja? Was kostet sowas? Was kostet sowas? Eine gute Alarmanlage fängt an 2,5 bis 4,5 in dem Dreh. Es gibt die Ausreißer nach oben, was ich vorhin gesagt habe, die Flachdachflächenfenster im dritten OG, aber eigentlich so zwischen 2,5 und 5. Das ist, ob es Funk ist, ob es verkabelt ist, spielt eine Rolle. Ja. Wie viele Fenster, wie viele Eingänge, wie viele Bereiche. Ich kann bei den Anlagen, kann ich die Garage unabhängig vom Haupthaus, vom Gartenhäuschen sichern. Also man muss immer vor Ort, man muss es angucken. Ja, man kann es nicht pauschalisieren. Genau. Es gibt keine Musteranlage. Gibt es eigentlich so gewisse Trends in diesem Bereich, wo man sagen kann, also mehr dann mit der App zu steuern? Natürlich. Ich denke mir ja immer, die bösen Buben wissen das doch auch, dass sie einem nicht irgendwie die App irgendwie abfangen unterwegs und dann... Ich weiß so, nicht, wie viele Leute bei uns am Stand vorbeikommen, die wirklich vielleicht kriminelle Energie haben, die genau wissen wollen, wie sowas funktioniert. Man sieht es nicht. Ja, und auch der Trend. Alle Anlagen, die wir haben, also ob das Telenot-Anlagen ist oder Dytem, ist ein Funkanbieter, die haben... Wie heißt die? Dytem, Funkalarmanlagen, ist ein Hersteller von Hager, kommt das. Hager ist der Mutterbetrieb, Hager, also... Hager hier Dytem, im Saarland. Ja. Genau, Dytem sitzt in Weinheim. Mhm. Ja, und die haben halt reine Funkalarmanlagen, wo ich keinerlei Kabel brauche. Da sind Hochleistungsbatterien drin, die halten laut Hersteller um die 5 Jahre. Wir haben Anlagen, die laufen 5, 7, fast 10 Jahre, je nachdem. Wenn ich natürlich jeden Tag Alarm auslöse, zieht die Batterie leer. Ne? Aber so der Trend ist so Richtung App-Steuerung. Ja? Dass man von unterwegs aus gucken kann, alle Fenster zu, ich habe vergessen scharf zu schalten, das geht. Was würden Sie den Menschen raten, wenn sie eine Wohnung besitzen? Es geht ja nicht nur um die Besitzer, sondern es geht ja auch um die in der Wohnung wohnen und leben. Man muss ja nicht immer unbedingt Eigentümer sein. Aber es gibt ja, denke ich mal, immer so einen Anstoß eben auch. Kann man das sagen? Weißt du jetzt genau, wo in welche Richtung es gehen soll? Was jetzt meinen? Ich meine, die Leute, die zu Ihnen zum Beispiel hier an den Stand kommen oder sie anrufen, wenn hier keine Messe ist, die haben ja einen konkreten Anlass sozusagen. Ne? Mhm. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn wir... Der Polizist gestern, der Kommissar, gesagt hat, dass die Zahlen insgesamt deutlich zurückgegangen sind. Aber die andere Hälfte ist ja immer noch da. Die ist noch da, beziehungsweise man sieht es halt von außen nicht, was. Meistens, wenn die Leute an den Stand kommen, man spricht sie an auf das Thema Alarmanlage, bei uns gibt es nichts zu holen. Man sieht es ja von außen nicht. Also, ich habe selbst auch eine Alarmanlage, man fühlt sich sicherer mit sowas. Klar, am Anfang ist es halt so, das erste Mal, man muss sich halt damit beschäftigen. Ne? Ja. Klar ist da mal ein Fehlalarm drin, aber es gibt halt Möglichkeiten, wo ich Anlagen so bauen kann, dass sie fehlalarmsicher sind. Dass ich die Anlage von außen ausschalten muss, bevor ich ins Haus überhaupt reingehe.
Bei uns ist es leider nicht so, noch nicht, aber bald. Mhm. Also Fehlalarme zum Beispiel, so ein Aspekt. Ja, des Ganzen. Ja, ja, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass ja, so was wie eine, ja, eine allgemeine Vorstellung davon herrscht. Entweder bei uns gibt es nichts zu holen, was der, die Bösen ja, ja nicht ja, wissen. Ja. Wachsamer Nachbarn. Drückt man das Thema eher weg? Ist das so etwas? Ihre Empfehlung? Ja, wenn dann wirklich mal jemand vorbeikommt und der sagt, bei uns gibt es nichts zu holen, dann ist das Gespräch weg, den kann ich nicht mehr herholen. Der hat seine Meinung, ich habe nichts und so weiter. Wirklich, dann die schönen Gespräche, dann wirklich die, die sich für sowas wirklich interessieren und die dann für die Zukunft aufbauen und dann, ja. Also es ist auch egal, ob der Kunde jetzt hier aus Kaiserslautern kommt, aus Grusel, aus Mainz. Ein früherer Kollege und ein guter Freund, der sagte mal, für einen guten Kaffee fahren wir quer durch die Pfalz. Ja, das sind halt, ja. Und dann kriegt man die Leute eigentlich auch, weil am Telefon ist es unpersönlich. Und wenn man da mal am Tisch zusammensitzt, man erklärt, wie das funktioniert, das System, zeigt es mal an Fenstern, guckt sich auch die Fenster an, wie die beschaffen sind, was für eine Sicherheitsklasse und so weiter. Darüber, das sind dann so, wo man halt diesen Kontakt aufbauen kann. Und dann, also das Thema ja. Sicherheit der eigenen Wohnung oder des eigenen Häusleins nicht wegschieben. Und ich glaube schon, so mancher hat gedacht, ja, bei uns gibt es nichts zu holen. Wenn man dann aber nochmal genauer guckt, dann, und wenn was passiert ist, dann wird man merken, was dann doch zu holen war. Also das Thema nicht so ganz, wollen es auch nicht, wollen keine große Verunsicherung, wollen keinem Angst machen, das muss nicht sein. Genau, aber es genau. geht darum, einen gewissen Blick und sich auf die Realität, sich selbst zu erlauben. Und wir haben gelernt, dass ein einzelnes Gespräch notwendig ist, weil jedes Haus, jede Wohnung sieht irgendwie anders aus, ob es im Erdgeschoss oder im dritten Stock liegt, ob es das Dachfenster ist oder ob es eben eine Gartentür ist oder ein Kellerzugang von außen. Das sind dann ganz unterschiedliche und spezielle und einzeln besondere Situation. Mhm. Da muss ein Fachmann drauf gucken. Und Alexander Kraus ist der Fachmann von Heinz Port GmbH, die wie gesagt noch ganz andere Dinge machen. Aber heute haben wir über die Sicherheitstechnik mal gesprochen. Und er ist heute noch da, hier auf der Baumesse in Kaiserslautern bis 18 Uhr. Ihr könnt es jetzt noch schaffen, wenn er herkommt, um mit ihm zu sprechen. Gerne. Und wer es nicht schafft, der muss dann halt im Internet gucken. Genau. Ich glaube, heinz-port.de. Genau, heinz-port.de. Wir sitzen in der Wilhelm-Rabe-Straße in Kaiserslautern, in der Nähe von der Uni. Man kennt uns über die Kienzle-Vertretung, Digitale Taros und so weiter. Das sind wir, Heinz Port in Kaiserslautern. Da hinter der Aral-Tankstelle. Genau, rechts rein, genau. Ja, oder wenn, genau, rechts, links rein oder rechts rein, je nachdem, von welcher Ecke ihr kommt. Okay, dann sage ich herzlichen Dank, Alexander Kraus, für Ihr Hiersein. Alexander Kraus von Heinz Port GmbH. Und wir sind gerne weiter für euch da im Livestream von der Baumesse 2022 hier in Kaiserslautern. Also Daumen hoch für unser Video. Danke.